willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar heute mache ich eine Roomtour. Beziehungsweise ich zeige einfach mein Zimmer so ein bisschen. Es ist klein und sehr unaufgeräumt. Ich habe gerade schon ein bisschen was weggeräumt. Dass es halt nicht ganz so chaotisch aussieht, aber gut. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Also hier ist quasi einfach die Tür. Dann ist hier ein Spiegel. Da ein Spiegel und da ein Spiegel. Wie man sieht, ich habe sehr viele Spiegel. Keine Ahnung warum. Ist einfach so. Dieser hier hat auch ein richtig geiles Feature. Ich kann das mal zeigen. Das Ding ist einfach, es ist sehr laut und braucht sehr viel Strom. Und zwar geht das los. Ist das geil. Richtig Urlaubsfeeling. Ich würde sagen, ich mach's mal wieder aus, weil das Ding wird immer lauter. Das ist schon voll kaputt. Haben wir auch schon 10 Jahre oder so, keine Ahnung. So, dieser Spiegel hier ist eigentlich so beleuchtet. Das hat mal hier so gehangen. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Der Kleber hat sich gelöst. Scheiß drauf. Habe ich auch lange nicht mehr angemacht, die LEDs. Dafür war der gedacht. Und der war einfach beim Schrank bei, den ich hier jetzt nicht aufmachen werde, weil der ist komplett voll mit Klamotten und die werden alle rausfallen. Und da bin ich. Hi. Außerdem sollte ich den Spiegel mal putzen. Da oben habe ich auf jeden Fall Sneaker-Kartons und, wie man sehen kann, meine Schale für Getränke. Keine Ahnung, falls ihr das Video nicht kennt, wo ich meinen Geburtstag gefeiert habe in Berlin, ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ist richtig geil geworden. Ja, auf jeden Fall die Klamotten. Ich habe schon alles reingeschmissen. Wenn ich den jetzt aufmachen würde, würden, glaube ich, Sachen rausfallen. Da ist auch ein Regal zusammengekracht, weil das so voll eben ist. Ja, auf jeden Fall sind da Sneaker-Kartons. Hier ist auf jeden Fall ein Rollerhelm, weil ich bin mal Roller gefahren. Ich blende mal ein Bild an, wenn ich noch eins habe. Richtig geil ist das gewesen. So, das ist mein Yes We Jam Poster aus der Summer Jam Box. War auch richtig geil. Ja, habe ich mal eingerahmt. So, hier habe ich auf jeden Fall, ja, für meine Popcornmaschine, die sich hier befindet. Das hier war richtig geil, das habe ich aus der Zeitschrift mal gekauft. Ja, da habe ich auf jeden Fall noch Bier, weil das hat mein Geburtstag niemand getrunken, weil es so eklig war. So, hier ist auf meinem Schreibtisch. Da ist auf jeden Fall der Kuchen, den ich selbst gemacht habe. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, richtig gut geworden, das Video auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall da ist Schleim, da habe ich auch ein Video zu gemacht, lol. Hier ist auf jeden Fall wieder dieser Spiegel. Hier auf jeden Fall richtig geil, meine 187 Becher. Ich hole mal einen raus. Der ist geil, Moment. Wo ist er? Nee. Nein. Hier, der hier. Der ist geil. Huch, ich. Ja, egal. Ja, da habe ich so ein bisschen Krimskram drin liegen. Hier sind keine Brötchen drin, sondern Medikamente gegen meine Pollenallergie. Auf jeden Fall ist hier mein Nachtschrank. Am besten das nicht beachten, da habe ich nicht aufgeräumt. Da lege ich immer Papierkram hin. So, auf jeden Fall, hier ist mein MacBook. Ja, und hier habe ich ein Buch auf jeden Fall drunter. Richtig geil. Habe ich noch nicht durchgelesen, ist ganz geil, aber keine Ahnung, kein Bock zu lesen. Auf jeden Fall, mein MacBook liegt immer hier drauf, denn hier unter sind die Lüfter und dann wird er schnell laut und dies, das, ihr wisst, was ich meine. Hier auf jeden Fall, also hier ist jetzt so mein Bett. Ja, da habe ich auch immer. ja, hier ist auf jeden Fall mein Bett. Ja, also wie man sieht, ich mag Amerika. Ja, mein New York und da Los Angeles. Auf jeden Fall, hier habe ich das richtig geil, kennt ihr die vielleicht noch? Ein Street Shark, der kann so, der ist von 1995, da steht hier auch irgendwo. Lolvus, irgendwo steht das drauf. Steht das hier? Hier, 1994 sogar, richtig krass. Ja, stell ich mal so hin, habe ich bei eBay gekauft. Auf dem hier sind ein paar Musikboxen. Hier einmal Dreams, Marjo, was voll der Flop war, richtig scheiße, ist die Box auf jeden Fall. Blut, dann eine handsignierte Bushido Black Friday Box. Eine Kurde Box, krass. Nur 20 Euro die gekostet mit einem T-Shirt. Jede Box davon hat 50 gekostet, außer die. Hier einmal Summer Jam, Genesis, auch richtig geil. Hier eine Uhr. Wieder mal New York, aber stehen geblieben liegt. Also, die bewegt sich auf jeden Fall schon seit anderthalb Jahren nicht mehr. Keine Ahnung, kein Bock. So, das ist auf jeden Fall mein Teddy. Den behalte ich auf jeden Fall. Den habe ich schon 15 Jahre oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier, das ist auch richtig geil. Das habe ich in der Schule mal gemacht. Ja, so ein selbstgemaltes Bild. Da steht drauf auf Chinesisch. Oh, warte, lass mich überlegen. Ein Adler fliegt alleine, Schafe laufen in der Herde. Irgendwie sowas steht da drauf. Hier ist auf jeden Fall noch ein Handtuch. Das habe ich mitgenommen aus dem Hotel. Ja, da mache ich auf jeden Fall dreckige Wäsche rein. Hier ist meine Softbox, die das alles ein bisschen beleuchtet, weil, wie man sehen kann, es ist schon fast Dämmerung so. Auf jeden Fall, hier ist mein Stativ, zweite Softbox, leider kaputt. Mein Shindy-Rucksack. Der ist auf jeden Fall eine richtig geile Qualität nicht. So, auf jeden Fall dahinter sind noch ein paar Sneaker. Hier sind Sneaker, da sind Sneaker, da sind Sneaker. Ich habe ungefähr so 40 Paare. Hier ist mein Fernseher, der schon 2 Jahre nicht angeschlossen ist. Noch Flaschen, die ist leer. Da ist noch was drin. Meine Shisha. Ja, auf jeden Fall, die habe ich in Berlin gekauft. Da wurde ich noch richtig verarscht. Eine Amy Click ist das oder so. Ja, auf jeden Fall, hier ist mein Kohleanzünder. Mein Feuerzeug. Das
habe ich das sauber gemacht. Nein, sollte mal sauber gemacht werden. Auch wie meine Popcornmaschine, meine Bluetooth-Box, die habe ich normalerweise im Auto, weil ich habe gerade kein Radio, das ist kaputt. Ja, das ist ein ausgestopfter Fischreiher. Die habe ich mir auf jeden Fall mal vor 5 Jahre oder so zum Geburtstag gewünscht. Also richtig, keine Ahnung warum. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den haben darf, weil da gibt es keine Papiere und ist hier unter Naturschutz. Ich habe den einmal im Internet gekauft. Ja, auf jeden Fall hier habe ich manchmal Jacken hängen, die meisten hängen aber im Schrank oder meistens liegen die im Schrank. Ja, das ist mein Fußboden. Überleg gerade, ob hier irgendwas noch zu zeigen ist. Nee. Ja, was soll ich jetzt sagen? Das war meine Roomtour. Also, nächstes Zimmer wird auf jeden Fall ein bisschen größer hoffentlich, weil das ist nicht so groß jetzt. Also kann man schon zu viert sitzen. Zu fünft kann eng werden. Das war's auch erstmal, würde ich sagen. Schreibt mal auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt dann eine positive Wertung. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und ciao.